Willkommen bei Mastermindset Buchtipps. Mein Name ist David Jarama und dieses Mal geht es um Psychologie der Menschenführung von Paschen und Dismayer. Diese Buchvorstellung wird mehrere Teile beinhalten. Das hier ist Teil 1. Was lernst du in diesem Teil? Du lernst, wie verschiedene Menschentypen verschieden zu führen sind. Also jeder Menschentyp hat so seine speziellen Ängste und seine speziellen Bedürfnisse. Und wie du diesen Menschentypen erkennst und wie du dann weißt, wie du ihn führst anhand seiner Ängste und Bedürfnisse, das erfährst du in diesem Video. Also bleib dran. Du hast sicherlich schon über diese Orientierungen gehört, ja? Fast jeder kennt ja inzwischen von Tobias Beck die Menschentypen und er hat daraus ja Tiere gemacht. Und auch in dem Buch Psychologie der Menschenführung ist das ein großes Thema, diese Menschentypen. Die sind natürlich anders benannt, dieses Mal als Delfin, Wal, Eule und Hai. Die sind anders benannt, aber in Sachen Führung ist es wichtig, das zu verstehen, denn du musst eben die Sprache dieser Menschen dann sprechen. Du musst wissen, was sind, wenn ich jetzt zum Beispiel ein beziehungsorientierter Mensch wäre, nach Tobias Beck wäre das der Wal, ja, dann muss ich wissen, was sind seine größten Bestrebungen, wonach sucht er im Leben am meisten und wovor fürchtet er sich am meisten. Denn wenn ich diese Person führen will, dann muss die ja einen Sinn daran sehen, sich von mir führen zu lassen. Ich lasse mich ja nicht von jedem Hans und Franz führen. Nein, ich lasse mich von einem Charismatiker führen. Und charismatisch ist derjenige für mich, der mir die Ängste nimmt und mir das, was ich im Leben suche, gibt. Wenn mir ein Mensch dieses Gefühl erzeugt, also dass ich ihn als so jemanden sehe, der meine Ängste nimmt und meine Suche befriedigt, sage ich jetzt mal, meine Bedürfnisse befriedigt, dann wirkt der auf mich charismatisch. So, wir haben also hier jetzt geht's zu den Typen erstmal, beziehungsorientiert, autonomieorientiert, balanceorientiert und die stimulanzorientierte. Bleiben wir mal bei den Tieren, ja? Also ich sage immer beides. Dann haben wir also den Beziehungsorientierten, das ist der Wal nach Tobias Beck. So, der sucht nach Nähe und Geborgenheit, ist teamorientiert, ist ganz offen für andere, für den muss immer alles flauschig sein, ja, sehr harmoniebedürftig. Und wenn ich sehe, dass jemand viel Energie darin aufwendet, wenn jemand viel Energie investiert, um diese Dinge zu erreichen, dann sind das die Dinge, wonach er sucht im Leben, seine Bestrebnisse. So, und je mehr Energie er einsetzt, um diese Dinge zu erreichen, also Nähe und Geborgenheit, Teamorientierung, also dieses Team, dieses Wir-Gefühl, dieses Familiengefühl, ja, wenn ich sehe, dass jemand viel Energie da reinsetzt, dann weiß ich, okay, das ist in der Hinsicht also dann ein Beziehungsorientierter, ein Wal. Und dann weiß ich aber auch gleichzeitig, was sind seine größten Ängste. Denn die größten Ängste sind genau der Umkehrschluss dazu. Also wenn ich sehr nach Nähe und Geborgenheit strebe, bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich mich sehr vor Isolation fürchte. Dann weiß ich, was sind seine größten, also wenn ich seine größten Bestrebnisse weiß, weiß ich auch gleichzeitig seine größten Ängste, weil das sind dann die Gegenteile davon. Das will so eine Person dann unbedingt vermeiden. Deswegen steckt auch so viel Energie in das Gegenteil. So, dann haben wir noch den autonomieorientierten Menschen, das ist nach Tobias Beck der Hai. Für ihn ist das Größte, er sucht im Leben nach Einzigartigkeit, nach Abgrenzung. Er will etwas Besonderes sein und ist eher individualistisch als kollektivistisch orientiert. Also er ist mehr ich-bezogen halt. Und am meisten fürchtet er sich davor, nicht etwas Besonderes zu sein. Er muss was Besonderes sein. Wenn er nichts Besonderes ist, wer ist er denn dann? Dann ist er ja nur einer von diesen anderen Schafen. So. Weißt du, wie ich meine? Das ist der Hai. Also er sucht nach Einzigartigkeit und Individualität und nach großer Leistung, um aus der Masse hervorzustechen. Und er fürchtet sich am meisten, eben genau in der Masse aufzugehen. Davor fürchtet er sich am meisten. So, dann haben wir noch den balanceorientierten Menschen. Das ist die Eule nach Tobias Beck. Ja, die sucht nach Regeln, Regelmäßigkeit, Vorhersehbarkeit und Struktur. Das sind die größten Bestrebnisse und die größten Ängste sind natürlich alles andere. Ungewissheit, Unbestimmtheit und Spontanität und sogar Freiheit, sogar vor Freiheit fürchten sich diese Menschen, denn das ist nicht in einer Struktur, das macht ihnen ganz schöne Angst.
die Stimulanzorientierten, das sind nach Tobias Beck die Delfine. Und ja, die suchen nach Neuartigkeit, Veränderung, Abenteuer, Riesenspaß, Tohubabu, das finden die gut und fürchten, die größte Angst eines solchen stimulanzorientierten Delfins ist Gleichförmigkeit, Bestimmtheit, etwas zu verpassen, Einschränkungen. Das sind die größten Ängste. Was resultiert jetzt daraus? Gehen wir gleich über zur Umsetzungsstrategie. Wenn ich das jetzt also weiß, wenn ich diese Menschen also so einordnen kann, nebenbei, jeder Mensch hat natürlich alle Anteile, es geht darum, welcher Anteil überwiegt. Denn das ist der, mit dem Anteil beschäftige ich mich, dieser Anteil, der überwiegt. Also stimulanzorientierter Delfin oder beziehungsorientierter Wal oder autonomieorientierter Hai. Denn wenn ich das weiß, welcher Anteil am meisten überwiegt in diesen Menschen, dann weiß ich eben Ängste, Bedürfnisse, wie ich den zu führen habe, wie ich mich attraktiv, charismatisch für so jemanden positionieren kann, dass er sagt, boah, der ist geil, dem will ich folgen, dem glaube ich alles, was er sagt, dem folge ich bis ans Ende der Welt, weil der wird mich dahin bringen, wo ich hin will und mich von da wegbringen, wo ich nicht hin will. Ne? Führung. So. Dann gibt es nämlich so etwas wie, das finde ich richtig geil aus diesem Buch, einen charismatischen Beziehungsvertrag, den ich mit diesen Menschen eingehe. Wenn ich jetzt die Führungspersönlichkeit bin, dann gehe ich immer eine Art Beziehungsvertrag mit meinem Gegenüber ein und in Sachen Führung sollte dieser Beziehungsvertrag könnte so aussehen, das ist natürlich alles unbewusst, was da abläuft, aber wir schreiben das mal hier auf, weil es natürlich dann greifbar ist, wir können damit viel besser lernen. So, wir haben zum Beispiel den Wal. Wie kann ich denn einen Wal führen? Also einen beziehungsorientierten Menschen. Den führe ich am besten so. Also der Wal erlebt mich als charismatisch, wenn ich ihm das Gefühl gebe, in einer Gemeinschaft zu sein, in einer Familie, ja, wenn ich mich um ihn kümmere, Team Spirit und Geborgenheit, das findet er gut. Also lautet der Beziehungsvertrag von meiner Seite aus, wenn ich jetzt einen Wal führen möchte, unter meiner Führung wirst du in eine Gruppe kommen, in der du dich zu Hause fühlen kannst. Du wirst Menschen um dich haben, die dich unterstützen, wertschätzen und mit dir gemeinsam an unseren Zielen arbeiten. Wenn du dich von mir führen lässt, wirst du Teil einer großen Familie. Das mag der Wal ganz besonders gerne hören. Und von Seiten des beziehungsorientierten Wales würde dieser Vertrag so lauten: Ich folge dir, weil ich unter deiner Führung nicht mehr einsam bin. Weil ich mich unter deiner Führung in einer Gruppe geborgen fühle und du dafür sorgst, dass wir uns wohlfühlen und füreinander da sind. Ja, wenn du das hinkriegst, im beziehungsorientierten Wal, dass er dieser Meinung ist, dann kannst du ihn super führen, der folgt dir. Wie kriegtest du jetzt kommen wir zum nächsten, wie kannst du denn einen Hai führen? Einen autonomieorientierten Hai, wie kannst du den führen? Der ist ja selber so ein Führer. Das geht auch. Also der Beziehungsvertrag für den Hai. Da. Also der Hai findet dich charismatisch, wenn du ihm das Gefühl der Herausgehobenheit gibst, ja, wenn du ihm sagst, er ist etwas Besonderes, wenn du ihm in diesem Glauben, er denkt ja auch selber, er ist etwas Besonderes, ist er ja auch, aber diesen Glauben, wenn du den noch bestärkst, dann wirkst du charismatisch auf den. Dass er etwas ganz Besonderes ist und an einer großen Sache, an einer herausragenden Sache teilnehmen kann. So, Beziehungsvertrage-Beispiel von Seiten des Führers an den Hai. Wenn du mir folgst, wirst du deine besonderen Talente und Anlagen entwickeln können. Wenn du mir folgst, wirst du besondere Aufgaben erhalten, in denen du beweisen kannst, was in dir steckst. Du wirst die Chance bekommen, etwas Außergewöhnliches zu leisten und dich schneller und besser entwickeln als viele andere. Das mag der Hai ganz besonders hören. Denn, ja, er will ja besser sein als andere. Und von der Seite des Hais lautet der Beziehungsvertrag so: Ich folge dir, weil du mir das Selbstbewusstsein gibst, etwas Besonderes zu sein und ich unter deiner Führung den Eindruck bekomme, zu Recht von anderen bewundert und wertgeschätzt zu werden. Unter deiner Führung erlebe ich Wahrnehmung meiner Individualität, wie sie mir gebührt. Der kriegt, was er will, der Hai, und kriegt nicht, was er nicht will, der Hai, unter deiner Führung. Deshalb folgt er dir,
So führst du ein Hai. Und als nächstes der balanceorientierte Mensch. Wie führe ich einen balanceorientierten Menschen? Balanceorientierte Menschen, die Eulen. Wie führst du die? Also eine Eule, ein balanceorientierter Mensch, der findet dich charismatisch, wenn du ihm Sicherheit, Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit vermittelst. Das solltest du so jemandem vermitteln, so ein Gefühl. Der Beziehungsvertrag von Seiten des Führers an die Eule würde so heißen, lauten: Unter meiner Führung wirst du Stabilität und Ordnung erleben. Bei mir kannst du dich sicher fühlen in einer unruhigen Welt. Ich schaffe Klarheit und Regeln, die dir Orientierung geben und bewahre dich vor Unsicherheit und Ungewissheit. Auf mich kannst du dich verlassen. Ja, das mag die Eule ganz gerne hören, wenn du ihr dieses Gefühl vermittelst. Die folgt dir. Von der Seite der balanceorientierten Eule würde dieser Beziehungsvertrag wie folgt sich anhören. Ich folge dir, weil du die Welt für mich ordnest und mir Eindeutigkeit und Klarheit gibst. Du löst für mich Unsicherheiten auf und gibst mir eine Struktur, an die ich mich halten kann. Du bist für mich die Konstante und die Stabilität, die mir eine langfristige Orientierung gibt. Auf diese Weise, also wenn sie das von dir hält, wenn sie dich anguckt und das, was ich eben gerade vorgelesen habe, wenn sie das im Gefühl hat, weil du ihr vorher das andere Gefühl gegeben hast, ja, wenn das zusammenkommt, die Eule wird dir folgen und hinterher flattern, wo auch immer du hingehst, bis ans Ende der Welt und für deine Ziele und für deine Sache kämpfen. Und dann kommen wir zu den stimulanzorientierten Menschen nach Tobias Beck, die Delfine. Stimulanzorientierte Menschen erleben eine Führungskraft als charismatisch, die ihnen spannende neue Horizonte, Lernmöglichkeiten, Abenteuer und Erlebnisse verspricht. Also, wenn ich jetzt ein Delfin bin und jemand gibt mir das Gefühl, dass er mir das geben kann, ja, das finde ich ganz toll. Der Beziehungsvertrag vom Führer zum stimulanzorientierten Delfin hört sich so an. Unter meiner Führung kannst du neue Horizonte erreichen. Wir können die Dinge neu erfinden und viel in der Welt bewegen. Wir lösen uns von den Einengungen und Leitplanken ab und vertrauen auf unsere schöpferische Kraft. Ah, das ist Zucker im Delfin, ein Zuckerdelfin. Wenn der sowas hört, ja, das findet er ganz toll. Von Seiten des Delfins lautet der Beziehungsvertrag wie folgt: Ich folge dir, weil mein Leben dadurch intensiver wird. Ich folge dir, weil ich dadurch viel Spannendes und Neuartiges erleben kann. Weil wir etwas Wichtiges, Visionäres vorhaben und weil wir die Fesseln der Gegenwart überwinden. Wenn du das im Delfin, ja, im Stimulanzorientierten erzeugen kannst, dieses Feeling, wenn er dich anguckt und sagt, ja, das will ich auch, dann hast du ihn, dann folgt er dir bis zum Mond und wieder zurück und nochmal zum Mars und wieder zurück. Du weißt, was ich meine. Der Beziehungsvertrag ist notwendig, allgemein jetzt, der Beziehungsvertrag ist notwendig, um zu Zielen zu führen, die ein Leistungsniveau erfordern, das über dem jetzigen ist. Wenn ich also ein Ziel habe, wo die Leute einfach mehr leisten müssen, als sie jetzt tun, ist so ein Beziehungsvertrag unglaublich wichtig. Er wird nicht ausgesprochen, aber er ist wichtig. Du musst die Menschen also einschätzen können, um ihnen das zu nehmen, wovor sie sich fürchten, und ihnen das zu geben, was sie haben wollen. Dann folgen die dir, dann sind sie bereit, mehr Energie zu investieren, als sie bisher getan haben. Du weißt, wenn der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das wird also nicht von selbst passieren, wenn du sagst, oh, das ist mein Ziel und ihr sollt das jetzt machen, müsst euch aber mehr ins Zeug geben, dann würden die sagen, wieso das denn? Wenn du aber charismatisch bist, werden die dir folgen. Und wir haben jetzt gerade festgestellt, welche verschiedenen Menschentypen wie du charismatisch auf den werden kannst. Die Kunst ist es, auf alle Menschen charismatisch zu wirken, aber die sind ja, haben ja alle unterschiedliche Präferenzen. Und wir haben jetzt gelernt, dass mich eine Eule charismatisch finde, wenn ich mich so verhalte, der Eule gegenüber charismatisch, ja, das ist der balanceorientierte Mensch.
Ist das richtig? Ja, der balanceorientierte Mensch ist die Eule. Wenn die mich charismatisch findet, dann steht der Delfin genau daneben und sagt, was das denn für ein Vogel? Mein Gott, der soll mal zurück irgendwo anders hingehen. So, dein Ziel ist es jetzt, in deiner Performance, je nachdem, ob du mehrere Menschen vor dir hast oder einem, ja, wie du alle Menschen abdecken kannst. Dafür ist es eben wichtig zu verstehen, wer hat Angst vor was und wer will was vom Leben. So, und das mit einzubauen, wenn du reden planst, überhaupt im Umgang mit Menschen, wenn du, keine Ahnung, ob du jetzt deinen Freundeskreis führen willst, dich selber nur führen willst, das ist ein bisschen einfacher, oder ob du schon, ob du eine große Anzahl an Menschen zu einem gemeinsamen Ziel hinführen willst, das ist sehr wichtig, genau diese Dinge zu verstehen und, ich sag mal, breitförmig in meine Alltagsperformance zu integrieren, auf allen Ebenen, die mir so einfallen, die mir begegnen, die ich wahrnehme, damit ich eben möglichst alle Menschen damit abdecke. Ja, das war Teil 1 der Buchvorstellung von Psychologie der Menschenführung. Und morgen geht es dann weiter mit den Führungskräften. Was sind die Kräfte der Führung? Was ist mein Werkzeugkasten als Führer? Wenn ich führe, dann gibt es gewisse Kräfte, die führen. Es gibt 3. Und diese 3 Kräfte und wie ich die am besten einsetze, das erfährst du morgen, wenn es mal wieder heißt, David Jarama, Master Mindset, Buchtipps. Und heute sind wir definitiv schon mal besser als gestern. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.